Sag mal, von all diesen Bereichen, die ihr abdeckt, was ist denn das, was dir am meisten Freude bereitet? Die Abwechslung und die Vielseitigkeit bei uns im Klinikum. Man kann sehr vieles machen, man kann sehr vieles lernen und auch verschiedenste Abteilungen kennenzulernen. Es ist sehr interessant bei uns. Und mir ist noch was aufgefallen draußen am Gang. Trotz Maske erkennt man, dass ihr euch, glaube ich, alle sehr gut kennt und fast schon Freunde und Freundinnen seid, weil ihr zwinkert euch zu. Also das Teamgefüge ist sehr wichtig, oder? Es ist sehr wichtig, die Teamfähigkeit und die Teambereitschaft auch für den Arbeitsalltag. Und ja, mir ist es auch wichtig auf meiner Abteilung, dass das einfach gefördert wird. Und da steht halt das Klinikum wirklich hinter uns, dass es auch gefördert wird. Du bist ja hier auf der Station, hast du mir vorher erzählt, auch für die Dienstpläne verantwortlich. Teilzeit, Vollzeit, Work-Life-Balance sind ja Begriffe, die immer wichtiger werden. Lässt sich das vereinbaren mit dem Beruf der Pflegekraft? Ja, also ich bin da sehr flexibel, wenn es um die Dienstplangestaltung geht. Ich habe sehr viele Mütter in meinem Team, die zum Beispiel nur am Wochenende arbeiten können. Okay. Oder gerade auch junge Mitarbeiter, die sagen, hey, ich möchte noch eine Ausbildung machen nebenbei. Die teile ich halt dann so ein, wie sie es brauchen und wie sie es wollen.